Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of the Shadows in Kapitel 11. Das sehr lang ist, aber ich würde sagen, wir gehen gleich direkt in den Abgrund des Nekromanten. And so it begins. The Necromancer's abyss lies at his feet. He is dark and terrible, and the cries of the dead follow him wherever he goes. There is nothing but hate in his heart. Hate for those who have taken his beloved, who have made him do terrible things, who have taken his humanity. Now, reap the whirlwind, scions of death, for comes the Prince of Darkness. War man nicht letztens noch der Krieger des Lichts? Na egal. Shit. Hier fliegt schon alles. Scheint ja eine ziemlich leere Gegend zu sein. Okay, die Musik ist geil. Alter. Sieht ja schon nicht schlecht aus. Wow. Boah, wenn die Sonne jetzt direkt im Loch wäre, das wäre ja natürlich noch obergeiler. Ach du Scheiße. Erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie wir hergekommen sind. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal einen Sarg zum Kaputtmachen. Holy balls. Na, was ist das denn hier? Du, der schon so weit kommt und der Mond und die Sonne im gleichen Abstand zur Erde, zum Horizont. In den Lehren der Nekromanten taucht häufig ein Konzept auf, das manchmal nur der Schlüssel genannt wird. Dieser soll essentiell sein, wenn man ihre Domänen betreten möchte. In der vierten Woche des Monats der Jungfrau wird der Schatten stärker sein als das Licht. Und der Pfad zum Abgrund wird enthüllt werden. Ich warte schon seit Monaten auf diesen Tag. Doch die Zeit scheint stillzustehen, seit ich hier angekommen bin. Er wird mal schätzen, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, wartet mal. Wir machen das. Wir machen Stier. So. Okay, ja, guckt euch das an. Mach mal. Da, ja, das ist schon sehr gut. Wir machen aber noch ein paar Mal hier. So, ja, guckt ihr das an. Dann machen wir das hier. Na, einen noch runter. Noch einen runter. Ne, das ist schon wieder zu weit. So. Und dann machen wir den hier. Oh. Okay. Ich weiß wahrscheinlich, wir müssen die Sonne da reinkriegen, ja? Na, guck dir das an. Jetzt haben wir sich ja schon mal getauscht. Ah, ich habe eine Idee. Wartet. So. Nee, komm schon. Nein, du gehst ja mal weiter weg. Ah nee, warte mal. Oh. Oh, jetzt weiß ich's. Jungfrau. Ist das hier nicht Jungfrau? Mach mal gerade nochmal Ende. Jetzt sehe ich das auch erst. In der vierten Woche des Monats der Jungfrau wird der Schatten stärker sein als das Licht. Vierte Woche des Monats der Jungfrau. Vierte Woche. Dann muss das hier die 12 werden. Die 4. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4. So. Schatten wird dunkler sein als... Ja, als das Licht.
Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann müssen wir das hier nur noch ändern. Ich habe keine Ahnung, was Jungfrau ist. Das ist nicht. Das auch nicht. Ist das Jungfrau? Ja, so. Na? Nee. Nee. Ah, auch nicht. Das ist Jungfrau? Lass mich verarschen. Das geht. Das kann ich gar nicht machen. Wieso kann ich. Achso, das hatte ich schon. Muss da der Mond durchscheinen oder muss jetzt die Sonne durchscheinen hier? Wir sind jetzt einmal durch, oder? Das ist ja schon mal voll falsch. Ja, das auch. Oder warte mal. Wir sind bei 4, 3, 2, 1, 30. Vierte Woche. Die vierte Woche fängt bei 29 an. 28 eigentlich schon. So. Wenn wir jetzt... das hier machen. Aha. Der Mond kommt immer näher. Ah, Sonnenfinsternis. Ja. 24. Für mich fängt die vierte Woche aber 7. Ja, doch. 14, 21. Egal. Na, wir haben es herausgefunden. Wow. Ist aber schon geil. Es ist schon geil. Ist schon geil. Ja, noch ein Rätsel. Was? Was, du bist ja auch. Du bist, hast das erste Rätsel ja schon gelöst gehabt. Oh. Farben sind Bewegungen. Das hat die Hexe zu mir gesagt, ehe sie mich herbrachte. Ach so. Erst wusste ich nicht, was sie meint, aber jetzt bin ich sicher, dass es mit diesen Bodenplatten zusammenhängt. Ah ja. Okay, warte mal. Hoppla. Oh. Hä? Okay, muss ich hier aufladen? Oh, nee. Okay. Ah, okay. Hm. Kann ich hier drauf schlagen? Hä? Hä? Okay. Wo ist denn geradeaus? Ah, okay. Gelb ist nach unten. Grün ist nach links, das ist nach rechts und das ist nach oben. Oben, rechts, links, unten. Okay. Ja. Ist okay. Oben. Ja, hier. Oben. Machen wir das mal. Rechts. Links. Zweimal nach oben. Zweimal nach links. Das links. Dann ist da nochmal links. Dann ist dann rechts. Nochmal rechts. Zweimal gerade hoch. Dann einmal nach rechts. Rechts. Links.
oben. Wie ist wahrscheinlich zu viel. Ach so, okay. Dann habe ich es zu kompliziert gedacht. Ich dachte, ich müsste jetzt vom Dingen ausgehen. Gut, dann. Das. Lol. Das. 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 Dann das. Dann das. Dann wieder das. Dann wieder zweimal nach oben. Ja, da hatten wir ja schon. Dann einmal nach rechts und dann noch einmal nach oben. Ja gut, ich habe ein bisschen komplizierter gedacht. So, hoch, rechts. Oh, ja, ja. Jawohl. Ja, easy. Man muss nicht zu kompliziert denken. Yes. Geil. Oh, shit. Muss nicht gleich explodieren, Kollege. Jetzt kann es ja kein anderer mehr machen. Spielen, meine ich. So. Oh. Oh, okay. Easy. Oh, neuer Gegner. Ah. Ghosts. Sensenmann, ach so. Der mächtige Hexer. Nur mächtige Hexer können diese gefährlichen Geister herbeirufen und kontrollieren. Sensenmänner sind körperliche Manifestationen des Todes selbst. Ihre äußere Gestalt hängt vom Glaubenssystem derer ab, die ihnen gegenübertreten. Aber den meisten Leuten erscheinen sie als Skelette mit langen Umhängen, die große Sensen schwingen, aber nichts aushalten. Two-Hit, weißt du? Und ihr kommt zu spät, wisst ihr? Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die uns treffen. Noch mehr? Na hier, gönn dir. Da oben ist ein Spiegel. Hier ist nichts. Wir gucken. Was passiert, wenn wir hier hingehen? Oh. Ach lol. Reicht das nicht so? Nee, reicht gar nicht so. Gut, dann. Lol, okay. Zack. So, okay. Hier ist kein Krieger des Ordens, der uns was hinterlässt. Leider. Hopp. So, was bist du denn? Yeah, Magic. Ohne Sound. Die Brocken fliegen durch alles durch. Sieht aber geil aus, muss man sagen. Okay, wir haben einen Teil geschafft. Jetzt sind wir auf einem anderen, auf einer anderen Säule. Hopp. Ich sehe, ich habe schon gerade schon den nächsten, Spiegel gesehen. Oh, lol. Ja, geil. Danke, Todesgott. Wie auch immer. Oh, nein! Lol. Hä, lol. Oh, shit, what? Was passiert denn hier? Ah, Kampfesarena. Ja, komm mal, ihr könnt mich nicht täuschen. Mhm. Okay. One hit. One fucking hit. Wartet mal kurz. Da will ich mal was austesten. Ultimativer Schatten. Halte den rechten Buffer gedrückt, um den ultimativen Schattenmodus zu aktivieren. In diesem Modus kann der Charakter mit Hilfe des linken Sticks mächtige Stummangriffe in die gewünschte Richtung ausführen. 25.000 Erfahrungspunkte. Wir machen erstmal das Heilige Kreuz. Oh, ist geil.
So. Ah, lol, kommt da, kam ja gerade wieder was dazu. Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen complicated. Oder wir machen es einfach auf die leichte Art. Leroy Jenkins! Geil. Pazifist nennt sich sowas. Huh. Hopp. Yeah! Ja, geil. So muss das sein. Alles überspringen, was geht. Wir wollen uns ja nicht mit Mumpitz befassen. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel verpasst. Oh, bam! Nekromant, achso. Die Nekromantie ist die Teufelstalle am Schulen der Magie und kann nur von den Anhängern des dunklen Fürsten der Toten ausgeübt werden. Anders als bei Vampirismus und Lykanthropie lassen sich die Kräfte, die nötig sind, um die Energien der Verstorbenen zu kontrollieren, nicht ohne weiteres erwerben. Der dunkle Fürst teilt nur eine geringe Menge seiner Kraft mit seinen Anhängern, welche selbst sterben müssen, um die ihnen anvertrauten Fähigkeiten nutzen zu können. Sobald sie tot sind, werden sie zu seinen Leibeigenen. Ihr Meister kann sie mit seiner eigenen beachtlichen Macht kontrollieren. Oh shit. Sind sie ein Mann oder eine Maus? Nee, wie geht das von Bioshock? Lol, kann ich das eigentlich blocken? Das nicht, ich weiß. Oh nein! Lol, ja sicher, Alter. Ja, gönn dir. Autsch. Du brauchst ganz schön rein, ey. Aua. Das habe ich nicht kommen sehen. Mann, Alter. Ich muss. Lol, heilt er sich? Oh, fuck. Haha! Voll Angriff geklaut von ihr, Monsieur Totengräber. Bam, Junge! Yeah! Jetzt mach ich dich fertig! Yeah! Ja! Yeah. Ins Gesicht! Ja! Oh, sehr schön! Wundervoll! War auch gar nicht knapp von unserem Leben her. Ja, aber geschafft ist geschafft. So, wo geht's ins linke Tor? Ah! Was? Nicht schon wieder runter. What? Ich hab gehört. Hier ist der Tod. Ah! Ah, okay, ich hab's gesehen. Yeah, jawohl. Wenn's hier... Egal. Yeah. Oh, habe ich da Leben gesehen? Die Macht des Handschuhs. Okay. Ah. Okay. Das große Portal muss erstmal geöffnet werden. Ich hätte aber gerne einen Lebensdingen. Habe ich da gerade was übersehen? Wenn ja, tut's mir leid. Wenn nicht, dann nehme ich alles zurück.
Ich gehe noch mal rein, nur um zu gucken, ob ich beim ersten was vergessen habe. Weil da ging es ja noch links weiter. Genau, da. Hopp. Jetzt bin ich gespannt. Geronimo! Ne, da hätte es aber Leben. Leben! Warum soll ich hier runtergehen? Achso, hier geht's weiter. Ja, wir lassen die toten Typen da mal tot sein. Wir wollen ja nicht stören. Wir sind ja nur hier, um deren Meister zu töten, ja? Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. So. Er ist einfach wunderschön hier. Richtig so. Erstmal schön aufheilen. So. Ah. Guckt euch das an. So. Muss das eigentlich immer so hell werden? So, dann wäre für mich jetzt die linke Seite fertig und wir können in die rechte gehen. Mhm. Meine Augen werden geblendet. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Da geht's lang. Wieder zwei Wege. Gehen wir jetzt gehen wir mal zuerst rechts vor links. Wow. Richtig schwer. Alter, ich bin überfordert. Oh, wieder zurück zum Anfang. Ah, nee, doch nicht. Ja, easy. Da oben. Ich seh's. Oh, ich seh's. Ah, geh zurück. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist glitzernd. So. Jetzt lassen wir uns aber Zeit hierbei. Kann man hier abkürzen. Also quasi von hier aus darüber jumpen. Egal was es ist, ich nehme mir erstmal eine Schriftrolle. Was? Ich will keine verkackte Schriftrolle. Ich bin auf diesem schwebenden Felsen gefangen. Dieses Land ist ein riesiges, irrsinniges Rätsel mit hunderten von Spiegeln, die einen überall hintransportieren können. Das ist die sogenannte Magie der tausend Türen der Nekromanten. Das Problem besteht darin, herauszufinden, welche Spiegel einen wohin führen. Ich bin schon den ganzen Tag und die ganze Nacht hier und werde immer müder, je mehr Türen ich durchschreite. Wieso kommt der Tod nicht einfach und nimmt mich mit? Alter, nicht so pessimistisch hier. LOL. Weißt du, will man abkürzen, ne? Da will man abkürzen oder ist einfach eine unsichtbare Wand. So ist das nicht richtig. Okay. Von da links komme ich. Also geht's nur hier weiter. Ich habe jetzt echt gedacht, da wäre ein Stein, weil muss ja schon einen Umweg gehen. So, Alter, richtig schön hier. Naja, fuck off. So. Weiter geht's. Okay. Einfach so. Okay, ich muss erst hier... Ja! Genau. Ich gucke gerade, ob hier irgendwo einer ist, einer liegt. Einer meiner Kumpanos. Oh shit, Alter. Machen wir hier mal kurz klar Schiff. So muss das sein hier.
Geh mal weg hier. Hoppla. Wieder ein etwas Energie. Für die Tür. So, die Tür ist offen. Das heißt, nur noch der eine Weg. Und wir sind damit fertig. Ah, Alter. Langsam muss ich mir auch schon die Hand vor Augen halten. So hart blendet das. So, sehr schön. Ah, hell. Okay. So. So. Und hopp. Lol. Haha, das habe ich gesehen. Yeah, geil. Okay, das war jetzt optional. Ich weiß zwar nicht, warum das optional sein soll, aber... Von... Wie soll ich denn hier von hier aus wegkommen? Hier ist doch nur das eine. Ach so, das hier ist optional komplett. Okay. Ah, gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Oh, die kann man nicht mal überspringen, ey. Hand vor Augen. Sehr schön. Oh, immerhin überspringen die das Teleportiere. Das Teleportonte und... Ja, genau. Kann man nicht einfach rüberspringen? Nein, natürlich nicht. So, wunderschön. Ich hoffe, das ist der einzige Stein hier, weil ich will das nicht nochmal offscreen machen. Ist mir ein bisschen zu lang. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, uns fehlen echt nur noch zwei Techniken. Dann haben wir alle. Diese 25.000er. Ja, wir hatten da schon Bock zu farmen. Guck mal, ja, hier spawn ich mal mehr die toten Typen. Die Toten. Ja, die tot sind. Haben Tote so an sich. So, hopp. War's das? Ich habe gedacht, wir müssten eigentlich noch eine Energie ins Portal stecken, weil das sah so dunstig aus, weißt du? Nee. Wir sind ready. Geil. Ein letztes Mal hoffentlich. Hm? Natürlich nicht. Ein Nekromant wartet noch auf uns. Wow, wer hätte das gedacht? Hi, Kollege. Jetzt bin ich auf dich vorbereitet. Gönn dir, Alter. Bei der Macht von Gönn dir und Mjölnir. Wir werden dich fertig machen. Hey, ich hab geblockt. Aua. Mann, Alter. Ja, genau. Da waren wir das andere lieber. Immerhin gibt jeder von den 25 Punkte. Erfahrung. Au! Ja, wunderschön. Ja, Mann! Massenvernichtung. So. Ihr heilt euren Kollegen nicht. Lol, der ist ja schon fast down. Was ist mit dir passiert? Lol. Holy shit. Das hast du eben aber nicht gemacht. Hau. Erstmal eine gegeben. Alter. Jetzt reicht's aber. So, hier. Bam, Junge. Gib mir mal diesen Stab. Ich will das auch mal machen. Ja. Ist das so richtig? Oh, oh. Naja, hier bleiben. Hm. Schocktherapie nennt sich sowas. Auch geil, dass sie eine andere Art des Todes da eingeführt haben. Finde ich cool. Nein, nee, oh fuck, jetzt habe ich nicht geguckt, ob hier irgendwas liegt. Egal. Ich hoffe einfach mal nicht. Oh, wir sind da, oder?
Noch nicht. Ich dachte, wir werden jetzt ganz kurz durch dieses Loch fliegen, aber nö. Das bleibt mir wohl verwehrt. Okay, scheint sicher zu sein hier. Aber zum Glück ist da ein Haken. Ja, wir haben schon gesehen. Oh ne, doch nicht. Gar nicht. So, hier müssen wir schwingen. Ja, war mega anstrengend. Mega complicated. Okay. Zum Glück ist ja nichts marode, ja. Sonst wird es ja noch stressig sein. Und Stress ist ja nicht gut für die Gesundheit. Alter. Geronimo! Ja, easy. Wer braucht sich schon festhalten? Keiner. Müssen wir echt den ganzen Weg... Warum haben sie nicht da oben ein Tor hingemacht, ey? Ich dachte, die sind schlau. Das ist auf jeden Fall geiler. Weißt du, so hat man wenigstens noch ein bisschen Style, wenn man ankommt. Ja, easy. Zum Glück wird uns das angezeigt. Ach du Scheiße. Hopp. Yeah. Zack. Ist schon geil. Also, wir wissen, wie man gut aussieht. Ah, okay. Immer noch keine Sachen gefunden. Bis auf eine. Ich glaube, wir sind gleich da. Sieht so tormäßig aus. Noch ein Speicherpunkt? Nö, schade. Ah, das scheint das letzte Tor zu sein. Mit einem beherzten Sprung kommt man da doch bestimmt hin. Auf dem Riesen... Nein! Ach, danke, Tod. Du hast ja... Bist ja nett. Hopp. Zopp. Geil. Man kommt auch nicht dran vorbei. Also dahinter kann nichts sein. Okay. Dann beenden wir es mal. Oder auch nicht. Es ist hell. Ah. Wow. Holy shit. Sah aus wie ein Skelett für den ersten Moment. Hoppla. Ah, sehr schön. Hopp. Oh, wir kriegen die mal Leben abgezogen. So. Sind wir endlich mal da, ey. So. Und hopp. Okay. Ich würde sagen, wir sind oben angekommen. What? Wo sollen die denn sein? Naja, egal. Eins haben wir wenigstens komplett. Naja. Gut. Der Dracolich. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Den Draco, den Drachen, was auch immer. Werden wir im nächsten Part eins schön auf die Fresse geben, hoffentlich. Oder vielleicht ist es ja auch nur die Bezeichnung, da wo wir jetzt sind, auf der Spitze. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt wieder, hoffentlich, wenn ihr wieder einschaltet, bei Castlevania Lords of the Shadows.